Das neue Orchesterschuljahr beginnt, wofür die Orchesterschule des Jugendblasorchesters Grimma Interessenten zum Schnuppertag eingeladen hat. Nicht nur Jugendliche, sondern auch Junggebliebene sind hier jederzeit herzlich willkommen und zu Schnupperstunden eingeladen. An diesem Tag konnte die Orchesterschule sogar einen 70-jährigen Neuanfänger begrüßen. Aus dessen Sicht es nie zu spät ist, ein Instrument zu lernen. Schlagzeug wollte er schon immer spielen, jetzt probiert er es aus. Das Jugendblasorchester agiert seit mehr als fünf Jahrzehnten. Die vereinseigene Orchesterschule hat sich 1994 gegründet. Seitdem werden unter anderem in der Oberschule Grimma Musikförderklassen angeboten, um den Nachwuchs möglichst aktiv anzulocken und zu fördern. Dabei befindet sich die Orchesterschule immer auf einem hohen musikalischen Niveau. Neu im Team auch Schlagzeuglehrer Juston Suarez, der die Ausbildung am Instrument schon an verschiedenen Musikschulen förderte. Ob Klavier, Akkordeon oder Keyboard, E-Gitarre, Akustikgitarre oder Bassgitarre, Trompete oder Tenorhorn. Die Orchesterschule hat allerlei Instrumente zu bieten. Neben denen, die die jeweiligen Instrumente erlernen wollen, gibt es einige, die schon viele Jahre dabei sind und bei verschiedensten Konzerten für Unterhaltung sorgen. So auch am 3. September 18 Uhr bei einem Konzert im Rahmen des Festwochenendes der Stadt Naunhof.